Hallo, willkommen zu einem kleinen Einblick ins Glasmuseum Hendrich. Die Glassammlung ist derzeit wegen Renovierung im Kunstpalast geschlossen. Die Werke schlummern im Depot, sie freuen sich aber auf ihren digitalen Auftritt. Dafür ausgewählt wurden Emailgläser, also meist durchsichtige Gefäße, die mit undurchsichtigen Emailfarben bemalt sind. Da gibt es zum Beispiel die Reichsadlergläser, die das Heilige Römische Reich feiern. Beliebt waren auch Jagdansichten. Seltener ist die Darstellung der 12 Apostel im Gefolge von Jesus Christus. Besonders merkwürdig ist der Vogelfängerhumpen. Vordergründig sind hier ein Mann, eine Frau und ein Mädchen als Vogelfänger mit Leimstangen dargestellt. Tatsächlich begibt sich hier ein Narr auf Frauenfang und sein weibliches Pendant auf Männerfang. Die Darstellung prangert viele menschliche Laster an. Eitelkeit und Prahlerei kommen etwa in der Kleidung zum Ausdruck, und Torheit wird durch wirres Ungeziefer um die Köpfe herum angezeigt.